Heute probiere ich das Meisterstück 2022 von Jopel. Herzlich willkommen zum Knöllspielkanal. Einen schönen Heiligabend. Ja, ich bin noch in normalen Klamotten und noch nicht rasiert. Für später. Später kommt ja auch noch der Adventskalender von heute dran. Bin gespannt, was da drin ist. Und ich dachte mir trotzdem, zu Heiligabend muss man noch Spezielles machen, ein schönes Bier nochmal vorstellen. Außerdem ist heute Sonntag, deswegen die 11 Uhr Zeit zum Frühshoppen. Ja, und diesmal gibt es das Meisterstück 2022. Das Meisterstück von letztem Jahr von Jopen. Ich war ja in der Jopenkerk dieses Jahr im Sommer und habe so einige Biere mitgebracht, unter anderem dieses hier, das Meisterstück von letztem Jahr. Und zwar mit 11,11 Volumenprozent Alkohol und das Ganze als Warm Winter Cookies. Und zwar gefüllte Spekulars Pastry Stout. Also gefüllte Spekulatius Pastry Stout. Also gefüllte Spekulatius sind wohl eine Spezialität aus den Niederlanden. Aber Spekulatius passt zu Weihnachten, dachte ich mir, deswegen ist das für heute genau das richtige Bier. Ja. Kann ich noch was zu erzählen? Also Meisterstück ist ja, kommt jedes Jahr raus zu Ehren des der Heiligen in Haarlem. Da steht hier drauf, den, ja, den, Heiligen, den Namenspatronen von in Haarlem. So, jetzt haben wir's. Ja, machen wir auf. Und ein bisschen Weihnachten ins Glas. Das Meisterstück. 2022. Ich versuche es immer wieder mal niederländisch zu sprechen. Ja, das ist schwarz, komplett schwarz. Da ist nichts durchzugucken. Am Rand ist es ein bisschen braun, wie es ja immer ist. Und der Schaum ist schön beige bis braun. Ja, riecht nach Spekulatius, wirklich. Das schmeckt länger draußen. Das kann man nicht ganz kalt trinken. 12, 13, 14 Grad wäre genau richtig. Ja, ein bisschen kühler als das ist es doch noch. Also man merkt schon, dass es ordentlich Alkohol hat. Schöne, süße Nase. Ja, wie gesagt, Spekulatius habe ich definitiv. Kommt in den letzten Wochen genug üben, wie Spekulatius riecht und schmeckt. Ja, viel mehr dahinter ist nicht. Also jetzt keine Schokolade oder Kaffee, habe ich auf jeden Fall jetzt nicht in der Nase. Sag mal so, guck, wie es im Geschmack gleich ist. Und das probieren wir jetzt. Prost! Auf ein schönes Weihnachtsfest. Ja, wie ich schon sagte, man merkt, dass es ein bisschen stärker ist als die üblichen, ja, 5% eines normalen Biers. Ja, doppelt so stark, ja. Gut, doppelt so stark. Auch im Geschmack. Spekulatius ist nicht ganz so extrem wie in der Nase, finde ich, aber trotzdem schön. Es ist süß, es hat so eine feine, bittere. Nachdruck so ein bisschen alkoholischer, also nicht wirklich alkoholisch, aber man merkt, wie gesagt, da vor allem im Nachdruck, dass es dann doch ein bisschen stärker ist. Klasse, schmeckt gut, super. Ja, also das sind so Biere. Ich habe so ein paar Sachen vorzubereiten, dabei werde ich das jetzt austrinken. Ja, Weihnachten ist immer so ein bisschen vorzubereiten, das ist klar. Und dabei kann man jetzt aus an diesem Bierchen hier schlürfen, beim Baum schmücken und so. Was gibt es bei euch für Biertjes dieses Jahr an Weihnachten? Schreibt mir was in die Kommentare. Gleich gibt es noch den Adventskalender. Den müssen wir mal aufmachen. Den letzten Tag. Und ja, 14:01, ne? Und ja, schreibt mal was in die Kommentare, was ihr so trinkt an Weihnachten. Was da so für schöne Sachen gibt. Ob es da euch besonderen Biere gibt oder ob ihr lieber auf die Klassiker, die ihr, von denen ihr wisst, dass ihr sie mögt,
zurückgreift. Irgendwo habe ich letztens gelesen, dass einer geschrieben hatte, an Weihnachten mache ich keine Experimente, sondern nehme lieber das, was ich kenne, bevor ich dann irgendwas habe, was mir gerade an Weihnachten nicht schmeckt. Kann man so und so hin. Ja, ist auch okay. Ja. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, wenn wir uns gleich nicht mehr sehen sollten. Und ja, bis die Tage. Prost!